Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Stadt der Fäden M-Plus Guide für WoW War Within Season 1. Zu Beginn gehen wir hier erstmal auf ganz entspannt wieder durch. Ihr kennt es. Folgende Klassen hier mit dabei: Bluttodesritter, geiler Biss-Tank. Dann haben wir noch einen wunderbaren Schamanen. Zum einen einen Wiederherstellungsschamanen, zum anderen aber auch einen Elementarschamanen, einen Verstärkungsrufer, aka die Supportklasse. Und ich als Frostmagier bin auch noch dabei, um ein wenig Schaden zu verursachen. Zu Beginn hier etwas größerer Pull kann man machen. Hier ist es wichtig, dass man die Seelenbindung unterbricht, aber natürlich auch die Netzblitze so gut es geht unterbrechen bzw. stoppen mit AOE-Effekten und Co., damit er daran nicht stirbt. Das ist wichtig. Da rechts im Bild hat man noch so eine Special-Sache, die man aktivieren kann, aber ist nicht weiter wichtig. Könnt ihr auch ignorieren und einfach durchlaufen und Damage ballern und dann ist gut. Dann sind wir hier auch schon bei der königlichen Schwarmwache. Die macht den Zauber Erdspaltung, frontaler Angriff. Ausweichen, dann kommt der gefräßige Schwarm. Da wird die gesamte Gruppe von einem Dot betroffen und das macht guten Schaden. Dementsprechend seht ihr hier, C4 ist rausgekommen vom Verstärkungsrufer und eine antimagische Barriere vom Bluttodesritter wurde dort auch hingestellt, um sich hier dementsprechend zu schützen. Und ja, aber jetzt kommt nochmal der gefräßige Schwarm, da muss der Heiler es gut heilen. Und der Wiederherstellungsschamane, der schreibt hier schon in den Chat: Double Next VBL, also ihm geht es jetzt hier viel zu langsam. Er will Big Pull machen, er geht rein, er will ballern. Und da ist er einfach geil drauf. Deswegen schreibt er hier schon ein paar Tipps und Tricks in den Chat, weil ihm das alles zu langweilig ist, zu langsam. Der braucht mehr zu tun, er braucht mehr zu heilen. Also ist immer schwierig, ne? Manche Heiler sind überfordert, andere können gar nicht genug bekommen und wünschen sich, dass die Leute schneller spielen. Ansonsten ist es wichtig, Gedankenverderber zu unterbrechen. Oder, nee, Gedankenverdreher heißt es. Das ist wichtig. Ist durchgegangen. Das ist eine kleine Krise. Aber jetzt hier unterbrochen mit dem Gegenzauber. Das ist schön. Erdspaltung ausweichen. Das ist noch viel wichtiger. Schatten des Zweifels. Das ist auch ekelhaft, weil da Kugeln auf einen Spielercharakter drauf gemacht werden. Diese Kugeln fliegen irgendwann von den Spielercharakter raus und dann müssen alle anderen Spielercharaktere diese Kugeln ausweichen. Sonst werdet ihr Schaden erleiden und betäubt. Das wollt ihr nicht. Und dementsprechend immer schön ausweichen. Weiter geht's, das war ein schöner Big Pull mit Blattlast. Und jetzt hier schön wieder die Sachen unterbrochen, Netzblitz unterbrochen, vom Schamanen, dann vom Magier unterbrochen, vom Verstärkungsruf unterbrochen. Ihr seht's, alle helfen mit Seelenbindung. Geht jetzt hier durch, aber schöner Knock-Up-Effekt und Drachenodem hinterher, war aber unnötig. Und wieder hier CC, die ganze Zeit CC, CC, CC. Jetzt hier Druckwelle, CC, die Seelenbindung und Netzblitz gestoppt, geil. Dann hier wieder beide Unterbrechungen vom Bluttodesritter und vom Wiederherstellungsschamane benutzt. Also der Heiler ist richtig krass und unterbricht hier auch mit. Jetzt Netzblitz ist einer durchgegangen auf mich. Ist jetzt nicht Weltuntergang, wird man überleben, aber sollte man trotzdem im Idealfall stoppen und unterbrechen, weil das gefährlich ist und zu einem Tod theoretisch führen könnte. Wenn zum Beispiel gerade noch dieser Dot auf euch drauf tickt von der königlichen Schwarmwache, kann das zu einem Problem führen. Ansonsten aber hier eine relativ entspannte Sache und schön gespielt hier. Einfach geil. Und jetzt geht's hier einfach weiter in die gegnerischen Gruppen. Nein, stimmt gar nicht. Wir gehen jetzt hier einen Umweg, weil wir Spezialtaktiken rausholen und anscheinend hier noch ein paar Prozente holen, weil, ja, da will hier wohl die paar gegnerischen Streitkräfte mehr spielen für die Prozente, damit am Ende des Dungeons wir nicht wieder zurücklaufen müssen, weil wir vielleicht zu wenig Prozente haben. Deswegen jetzt hier nochmal ein größerer Pull. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, da noch eine königliche Schwarmwache mit reinzupullen. Schöner Drachenodem hier gestoppt und das gleiche wieder, ne? Seelenbindung stoppen CC, Netzblitz stoppen CC. Ihr seht die ganze Zeit, die Leute helfen mit Druckwelle jetzt hier eingesetzt, schön gestoppt die Sachen. Dann ist er gestorben, bevor er überhaupt den nächsten Netzblitz durchbekommen hat. Das ist geil. Und jetzt wieder Erdspaltung. Und der Netzblitz ist jetzt hier auf mich durchgegangen. Da habt ihr es gesehen. Das kann mal schnell zu einem Tod führen. Und das meine ich eben. Deswegen sollte man schon, wenn es immer geht, so gut es geht, immer schön seine CC-Fähigkeiten benutzen, damit diese Netzblitze und diese Seelenbindung niemals irgendwie lange oder mehrmals auf euch durchgehen. Wenn es mal hier und da einmal durchgeht, ist okay. Oder wenn es auf einen Tank gecastet wird, ist auch okay. Aber sonst schwierig. So, da vorne ist jetzt die Königin Anzurek. Die kann man ansprechen, um sich einen wunderbaren Buff zu holen. Und dieser Buff bewirkt letztendlich verursachter Schaden um 15% erhöht, hervorgerufene Heilung um 15% erhöht und anscheinend auch Bewegungsgeschwindigkeit um 50% erhöht. Also das ist ein schöner Buff, aber dafür braucht ihr einen bestimmten Beruf. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welcher Beruf, aber das steht da, wenn ihr auf die Königin Anzurek drückt, werdet ihr sehen, was für einen Beruf ihr da benötigt oder was für ein Volk. So, jetzt hier die Kugeln auf mich, schön rausgelaufen, aber hier teilweise jetzt hier wieder Gedankenverdreher kommt durch. Sollte man so gut es geht unterbrechen, aber auch den Netzblitz natürlich. Immer schön stoppen. Gedankenverdreher jetzt hier. Schön gestoppt. Vom Verstärkungsrufer. Schöne Unterbrechung.
Geil gemacht. Und jetzt nochmal der Gedankenverdreher hier. Diesmal gestoppt von mir mit dem Gegenzauber. Wunderbar. Nebenbei immer noch den Affix selbst dispellen. Also immer schön Fluch aufheben mitnehmen als Magier, wenn dieser Affix aktiv ist. Damit ihr euch immer als erstes selber dispellen könnt. Und jetzt geht's hier rein in den Boss. Der Boss ist sehr, sehr ekelhaft, weil ihr da immer dementsprechend nah am Boss stehen müsst. Also in diesem Kreis stehen müsst. Sonst werdet ihr immer wieder reingezogen, reingeschmissen in den Boss rein. Terrorisieren müsst ihr ausweichen von Thraler Angriff nicht drinnen stehen. Schatten des Zweifels. Weiter geht's. Da kommen zweimal diese Kugeln auf zwei zufällige Spielercharaktere. Der eine sollte sofort dispellt werden, der andere irgendwo außen stehen. Und die anderen müssen gucken, dass man halt den Kugeln ausweicht. Und die anderen, die die Kugeln haben, sollten im Idealfall stehen bleiben, damit alle genügend Zeit haben zu reagieren. Jetzt die lautstarke Indoktrination. Da muss der Tank dann move, move, move. Und die gesamte Gruppe muss mitmoven, sonst stirbt die direkt weg an dieser komischen leeren Bodenfläche. Weil The War Within, hier geht alles so ein bisschen um die Leere. Und hier sieht man auch schon diese leeren Sachen, diese leeren Fähigkeiten. Die sind brandgefährlich, müssen dementsprechend gegamed werden. Sonst werden die Niruba über euch siegen. Und das wollen wir nicht als Champions von Azeroth. Lautstarke Indoktrination wieder hier an der Stelle. Da müsst ihr dementsprechend, wie schon gesagt, der Tank muss move, 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 move. Und dann die anderen müssen mit move, 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 damit ihr nicht stirbt. Und das ist wichtig. Terrorisieren jetzt hier wieder, frontaler Angriff ausweichen. Und wieder nebenbei hier dispellen, den Affix. Also hier ist sehr viel los und muss die ganze Zeit Mechaniken spielen. Jetzt hier Shadow of Doubt, da ist jetzt hier Krise, ne, mit diesem frontalen Angriff. Und wenn man genau da die Leute betäubt, während sie quasi im frontalen Angriff terrorisieren stehen, wird es zum Tod führen. Jetzt wieder lautstarke Indoktrination. Der Tank ist hier richtig hart am Schwitzen und spielt diese Mechanik komplett perfekt. Das müsst ihr nicht so eng machen. Könnt ihr machen, wenn ihr es könnt, aber müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch ein bisschen ruhig weitermoven. Das muss man vielleicht dann machen in M-Plus Stufe 20 Keys, wie der das hier spielt. Aber ja, kann man so und so spielen. Man muss sich eh immer anpassen als DPS-Spieler oder Heiler, wie der Tank hier diesen Boss zieht, weil alles kommt auf den Tank so ein bisschen drauf an. So, ansonsten das ist eigentlich der Boss. Also sehr viel ausweichen müsst ihr. Und ihr braucht halt gutes Positioning hier. Also das ist ein sehr, sehr enger Kampf. Und es ist halt so alles sehr, sehr eng. Aber ihr müsst auch sehr gut moven. Und das ist alles nicht so einfach und könnte für Probleme sorgen für den Großteil der WoW-Spieler. Und dementsprechend ist das ein interessanter Boss. Auch mal ein bisschen was Neues. Auf jeden Fall eher ein Melee-Boss, würde ich sagen. Aber ist doch nice. Vielleicht bekommen wir eh eine Melee-Meta. Von daher ist das doch wunderbar. Allein schon wegen diesem Boss, der ist gefühlt auf jeden Fall sehr melee-freundlich. Gut, jetzt gehen wir aber auch schon weiter. Und zwar haben wir jetzt die 41% erreicht. Erste Boss ist auch geschafft. Und jetzt gehen wir weiter in die Stadt der Fäden rein. So, da haben wir jetzt hier Xeth-Ethik. Und die Kollegin, die töten wir einfach, damit wir hier reinkommen in diese Stadt der Fäden. Denn wir müssen die einnehmen und hops nehmen, diese ganzen Neruba-Clowns, weil die sind eh schwierig. Auf jeden Fall ein schwieriges Volk, sagen wir es so. So, ihr verscheucht die Kunden. Ihr Primitiven riecht komisch, aber kämpfen könnt ihr. Ja, also der hat uns jetzt hier einen schönen Geruch gegeben, ein schönes Parfüm. Und jetzt suchen wir letztendlich die Augen der Königin, um hier weiter fort zu schreiten in den Stadt der Fäden. Und das machen wir. Jetzt dementsprechend immer schön diesen komischen Spiegelbildern hinterher. Dann leuchtet es irgendwo und da müsst ihr immer hin. Da, wo es leuchtet, kommt dann das Auge der Königin heraus. Und diesen Gegner müsst ihr dann einfach töten. Und dann habt ihr es schon geschafft. So, jetzt erstmal den töten wir. Leeren Ansturm kommt jetzt hier. Wie schon gesagt, die Leere ist sehr relevant in der Wolfin. Die ist brandgefährlich und die müssen wir aufhalten. Und die machen halt auch die leeren Fähigkeiten, weil die verseucht sind von Xalatav. Weil die alles hier verwest hat mit der Leere und ja, das sind im Prinzip nur Marionetten. Diese Neruba wurde spontan von Blizzard erschaffen für Xalatav, damit Xalatav was hat, quasi einen, ja, im Prinzip einen Opfervolk, die Neruba, das sie halt benutzen kann, um hier ihre leeren Magie an denen zu benutzen, damit man die so als Clowns darstellen kann. Das hat alles Blizzard spontan erfunden, das ist jetzt keine große Sache, irgendwie storytechnisch oder so, sondern das ist eigentlich alles schon, ja, alles spontan entstanden, haben sie sich irgendwas zusammengereimt und dann im Nachhinein so dargestellt, dass es alles so seit langer, langer Zeit geplant war. Ja klar, ist klar, wer es glaubt. So, egal, jetzt geht's weiter zu den Mechaniken, wir sind hier im M-Plus-Guide, nicht im Story-Guide. Und zwar, ja, die Auge der Königin, die macht auf jeden Fall sehr viel Schaden mit einem leeren Ansturm.
Das macht guten Schaden, da müsst ihr Death City ziehen, aber auch Messerwurf ist von den agilen Spurensuchern sehr gefährlich, weil dieser Messerwurf wird auf zufällige Spielcharaktere gewirkt und das kann euch zum Teil töten. Vor allem in Highkeys wird dieser Messerwurf die schlimmste Fähigkeit von allem und dementsprechend müsst ihr da sehr krass aufpassen, dass ihr daran nicht stirbt, beziehungsweise wenn ihr davon anvisiert werdet, müsst ihr auf jeden Fall Death City ziehen. Vor allem, wenn dann im gleichen Augenblick auch noch Lehrenansturm kommt, plus ein Messerwurf auf euch, seid ihr wahrscheinlich direkt tot. Dementsprechend müsst ihr da reagieren, schnell und das sehen und Death CDs bzw. defensive Fähigkeiten drücken, damit er daran nicht stirbt. Ja, man muss immer vier Augen der Königin auf jeden Fall finden. Zwei von vier sind jetzt geschafft, sieht man oben in der Mitte des Bildschirms, ist ein bisschen verdeckt wegen einer Weak-Aura, aber sehen tut man es trotzdem. Und ja, dementsprechend gehen wir jetzt hier weiter und suchen die jetzt. Man geht jetzt einfach auf die Suche und irgendwann da sind zum Beispiel die Spiegelbilder, diesen Spiegelbildern einfach folgen und ja, das ist eigentlich eine ziemlich billige Mechanik. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben mit diesem Parfüm und so, aber ist jetzt nichts Besonderes. Also ich gehe jetzt schon hier entlang, die haben sich ein bisschen da verwirren lassen. Hier ist eigentlich auch richtig, wobei, ja, nee, doch nicht, ich war hier falsch. Gut, da war ich der Verwirrte und ja, jetzt geht's hier rein, Auge der Königin. Sehr schön, jetzt haben wir die verdeckte Netzmagierin, die sollte man auf jeden Fall unterbrechen, denn die macht den, irgendwas mit Krimwebenschlag oder Klimwebenschlag, irgend so ein Schlag, aber Genesungsgespinst muss auf jeden Fall unterbrochen werden, weil sonst heilen die sich wieder und wenn die sich heilen, ist das Zeitverlust und ihr braucht länger. Und den Krimwebenschlag, den sollte man auf jeden Fall auch unterbrechen. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Das ist Unterbrechungspriorität Nummer 1, dass man diese Netzmagierin immer perfekt kontrolliert und alle möglichen Fähigkeiten von der unterbricht. Jetzt haben wir hier selbst entflucht. Schön gemacht. Und dann ist es relativ entspannt. Viel mehr ist ja nicht los. Dann macht man einfach Damage, Damage, Damage. Ballern, ballern, ballern und immer weiter. So, dann gehen wir hier entlang und da wird schon fleißig gepinkt. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Wir sind hier, glaube ich, falsch, weil das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, wo die Augen der Königin sind. Deswegen wurde jetzt hier hingepinkt, weil die denken, hier ist es richtig, aber nein. Hier ist es falsch, weil die wohl schon andere Runs gemacht haben und ja, da hinten ist leider Gottes falsch. Also der Tank ist auch ein bisschen verwirrt gewesen. Das wird dann dementsprechend hier hinten sein, weil wir gerade schon hier vorne eine getötet haben. Wird die nächste auch nicht noch da hinten sein, sondern die wird ganz woanders sein. Wahrscheinlich hier, wo ich langlaufe, in die Richtung ist schon richtig. Dann wahrscheinlich entweder hier runter oder da links durch. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt und gehe nicht da durch. Aber ja, hier, wo sie jetzt hinpingen, ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Nochmal hier falsch gelaufen, weil da die blinde, nee, die blasse Priesterin entgegenkommt. Und ja, dementsprechend diese blassen Priesterin solltest du so logischerweise nicht reinlaufen, sonst wirst du zurückteleportiert zu den Stadt der Fäden. Und das ist Zeitverlust, weil ihr da nicht mehr Damage machen könnt. Beziehungsweise eurer Gruppe helfen könnt. So, Krimwebenschlag unterbrechen. Schön unterbrochen mit dem Gegenzauber. Und leeren Ansturm nebenbei Death City Szenen. Zum Beispiel hier eiskalt, einfach mal for fun reingezogen. Brauchst du eh für sonst nichts. Also einfach mal benutzen. Dann hier das Nullschmettern, das ist auch ein frontaler Angriff. Ein bisschen schwierig zu sehen, weil es wieder die Leere ist. Aber man sieht es und muss man dementsprechend einfach ausweichen. Und dann der leeren Ansturm wieder an der Stelle hier. Aber das ist auch relativ entspannt und chillig. Und kann man einfach gamen. Und nochmal hier eine Massenbarriere. Nee, doch nicht. Aber ja, jetzt haben wir im Prinzip diese vier Augen der Königin getötet. Jetzt müssen wir zum Exekutor Nisrek. Und der steht eigentlich immer hier an der Stelle. Da müsst ihr kurz in den quasi reinlaufen. Ein Spieler nur. Und dann kommt er raus. Dann läuft er los und triggert quasi ein RP-Event. Sodass er den zweiten Boss, ja, noch circa 50 Sekunden oder so beschwört. Also das dauert schon echt lange, dass man hier so lange Downtime hat, bis er dann wirklich den Boss beschwört. Vielleicht ändern die das noch bei Blizzard, aber ich glaube nicht. Und ja, dementsprechend kann man sich hier mal kurz einen Kaffee kochen gehen, kurz was snacken und dann geht's auch schon gleich weiter. So, ihr seht es, es dauert wirklich schon eine ordentliche Zeit, wo man hier einfach gar nichts macht. Und bin mal gespannt, wie die Community das dann überbrückt, ob die irgendwie noch Prozente wo spielen währenddessen. Mal gucken. Egal, jetzt gehen wir hier rein. Blattlast ist wieder ready, also Kampfrausch habe ich einfach reingezogen. Und jetzt gehen wir hier rein in den zweiten Boss. Schattenstreich, Angriff, frontaler Angriff, ausweichen ist wieder die Leere, muss ausgewichen werden. Messerwurf wird auch zufällig auf Spielercharaktere
reingeschmissen. Das ist sehr, sehr eklig und hinterlässt auch einen Dot. Da muss der Heiler gut reagieren und heilen. Dann Dämmerbringer, kreisförmige Bodenfläche, raus da. Dann Eissichchen jetzt hier auf mich, wenn ihr so einen Pfeil auf euch habt. Solltet ihr einen Death-CD ziehen und irgendwo möglichst alleine stehen. Und alle anderen weg vor diesen Leuten, die diesen eisernen oder eisigen Pfeil über sich haben, damit ihr den nicht auch abbekommt. Dann müsst ihr jetzt hier ganz vielen Bodenflächen oder frontalen Angriffen ausweichen. Das ist selbsterklärend und möglichst immer nah am Boss stehen, damit die Bosse auch immer möglichst zusammenstehen und nicht irgendwo hinspringen oder sprinten, wie auch immer. Und jetzt kommt wieder der Raureifdolch gleich, beziehungsweise der erste anscheinend. Raureifdolch jetzt auf den Tank und da müsst ihr in den Tank rein, weil der Tank ist vom eisigen Blut betroffen und ihr müsst quasi gemeinsam als Gruppe diese Stacks von diesem eisigen Blut vom Tank wegsaugen, damit er nicht irgendwie daran stirbt bzw. betäubt wird. Und dementsprechend, aber er zieht da auch die antimagische Hülle. Das ist eine schöne Sache und hilft auf jeden Fall. So, dann wieder hier diese komischen Schritte. Müsst ihr einfach ausweichen, ist ein bisschen nervig. Jetzt hier getrollt mit der gefrorenen Kugel. Da musst du aufpassen als Frostmagier, dass er da nicht die genau reinschmeißt, wenn die gerade so am Jumpen sind. Das war natürlich richtig schlecht gespielt von mir. Aber wie gut ist es ja, dass ihr jetzt bei mir seht, wie man es nicht macht, damit ihr es dann einfach viel besser machen könnt als ich. So, ansonsten hier weiter Damage, 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 ballern, 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 wieder den ganzen leeren Flächen ausweichen. Anscheinend, das sind auch so Bodenflächen, ja, wenn ihr es seht, so bodenleeren Flächen. Und da kommen anscheinend auch diese frontalen Angriffe raus, das ist interessant. Dementsprechend müsst ihr da auf jeden Fall ordentlich ausweichen, das werden anscheinend immer mehr, umso länger der Kampf geht, desto krasser müsst ihr überall ausweichen. Jetzt wieder Eissicheln auf mich. Damit, wie gesagt, möglichst alleine stehen und damit die anderen zwei, also ich glaube, es sind immer drei Spieler von den Eissichchen betroffen. Die machen guten Schaden und verlangsamen euch auch, also Bewegungsgeschwindigkeit wird verlangsamt, damit ihr halt, das ist von Blizzard so gedacht, damit ihr dann quasi getötet werdet durch diese frontalen Angriffe des Bosses. Aber das passiert natürlich hier nicht und alle weichen sehr, sehr gut aus, weil sie sehr, sehr gute Spieler sind. Und das ist wichtig und richtig, damit man diesen Boss erfolgreich schafft. So, dann wieder rein in den Tank, damit man die eisigen Blutstacks soakt. Und wir gehen weiter Richtung dritten Boss. Aber wir müssen erstmal wieder kurz auf RP warten, bis der gute Nisrek hier das Tor öffnet, beziehungsweise die Spinnenweben entfernt. So, dann sind wir jetzt schon auf dem Weg Richtung dritten Boss und jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen Trash, wieder ein paar Prozente kann man hier machen. Hier auch ruhig ein bisschen größer polen, die sind nicht so gefährlich, die Gegner. Da sind viele kleine Gegner dabei, die einfach nur da sind, damit ihr da rein AOEen könnt. Und ja, was passiert ja eigentlich? Nicht viel Messerwurf, immer mal wieder. Da müsst ihr halt Death-CDs ziehen, wenn ihr zu viele gleichzeitig davon abbekommt. Auf jeden Fall wäre das empfehlenswert, aber sonst, ihr müsst hier nichts unterbrechen. Ihr müsst hier nichts CC'en oder so, ihr müsst einfach nur Damage machen. Und ein Death-CD ziehen, wenn ihr vielleicht zu viele Messer-Wurffähigkeiten auf euch abbekommt. Aber sonst ist ja wirklich nichts los und das ist relativ entspannt. So, dann wieder das gleiche hier. Wieder agiler Spurensucher, actually 2 plus ein Netzmarodeur. Und wie gesagt, die agilen Spurensucher, die können schon gefährlich werden, umso höher ihr einen M-Plus-Key spielt. Weil dieser Messerwurf tut jetzt hier auf M-Plus-Stufe 10 nicht so krass weh. Aber umso höher ihr geht, desto gefährlicher wird natürlich auch dieser Messerwurf. Und vor allem, wenn ihr seht, beide Messerwürfe oder Würfe werden auf euch gezaubert, dann solltet ihr vor allem einen defensiven Zauber drücken. Aber auch der Healer muss immer schnell reagieren und die Leute schnellstmöglichst hochheilen, damit die Leute nicht am Messerwurf sterben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. So, weiter geht's hier im Film und jetzt haben wir auch schon hier wieder die verdeckte Netzmagierin und die macht, wie schon gesagt, diesen Krimwebenschlag. Der ist brandgefährlich, der muss unbedingt unterbrochen werden und vor allem auch das Genesungsgespinst müsst ihr unterbrechen. Könnt ihr alles wieder mitmachen, ne? Drachenodem, Druckwelle, ein Stun-Totem von Schaman, der Verstärkungsrufer kann seine ganzen CCs dafür benutzen. Ihr könnt alles mit denen machen. Hauptsache, ihr unterbrecht diesen Krimwebenschlag und dieses Genesungsgespinst. Dann seid ihr auf der sicheren und guten Seite. So, dann haben wir jetzt hier die König oder den, naja, den königlichen Giftpanzer. Und der ist sehr gefährlich. Giftiger Strahl. Macht zum einen auf allen diesen Giftdot, der tickt brutal rein, deswegen jetzt ja auch schon die Maskenbarriere reingedrückt von mir. Und zum anderen müsst ihr die ganze Zeit noch ausweichen
und von diesem Dot seid ihr auch minimal verlangsamt, dass ihr auch schwerer diesen Bodenflächen ausweichen könnt. Dann Erdspaltung, das kennen wir schon von denen vorhin. Das einfach ausweichen, frontaler Angriff. Aber das ist im Prinzip so ein Miniboss, weil dieser Zauber giftiger Strahl ist mit Abstand der gefährlichste. Und umso höher der Key ist, desto hardcorer wird das Ganze. Und da muss der Heiler dann richtig HPS rauspumpen. Und die Leute sollten ihre Defizits ziehen. Und natürlich muss man jede Bodenfläche ausweichen, weil sonst ist man One-Shot tot. So, 90% sind erreicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also Prozente sollten keine Probleme darstellen. Wahrscheinlich haben wir sogar zu viele Prozente gemacht. Aber besser zu viel als zu wenig, sage ich immer. Und dementsprechend auf jeden Fall jetzt hier neue Gegner haben wir. Und zwar die Erdnaturisierer der Sureki, glaube ich. Und die machen den Zauber leeren Welle. Das muss unterbrochen werden. Dann dunkles Schwerfeuer vom instabilen Versuchsobjekt. Müsst ihr krass ausweichen. Dann wildes Stampfen. Da ballert der die ganze Zeit AOE-Damage für die Gruppe rein. Da muss der Heiler gut heilen und die FCDs müssen gedrückt werden, damit ihr davon nicht sterbt. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst habt ihr ein Problemchen. Und dann gehen wir schon hier rein in den dritten Bossraum. Dunkles Sperrfeuer kommt nochmal, ein paar Bodenflächen. Auch hier wieder, ne, das ist die Leere. Auch hier, ihr seht, überall hat die Leere ihre Finger im Spiel, weil Xalataf hier alles mit der Leere voll gemacht hat und den Iruba verseucht hat mit der Leere. Ähnlich wie quasi Arthas alles verseucht hat mit der Seuche. So, dann geht es ja auch schon weiter. Das Koaklamat ist der dritte Boss. Der dritte Boss ist sehr interessant. Das ist im Prinzip so ein HPS-Check, DPS-Check, aber auch Soak-Check. Also hier kommt alles zusammen. Wenn man hier keine gute DPS hat oder keine gute HPS oder keinen guten Heiler, keine guten Schadensverursacher, dann wird der Boss sehr, sehr schwierig und ihr werdet sterben. Ansonsten, ihr müsst auf jeden Fall diese Kugeln soaken, diese leeren Kugeln, die automatisch immer zum Boss fliegen, müssen gesoakt werden, damit der Boss davon nicht geheilt wird. Wenn ihr diese Kugeln allerdings soakt, kommen leeren Bodenflächen dorthin, wo ihr gesoakt habt, und ihr erleidet einen Debuff, der 2 Millionen je nach Key-Level halt dementsprechend Heilung absorbiert. Also ihr könnt dann nicht mehr geheilt werden, solange ihr dieses Schild, dieses leeren Schild auf euch drauf habt. Das muss der Heiler gegenheilen. Ich habe jetzt zum Beispiel 4,6 Millionen absorbiere ich an Heilung. Also da braucht man wirklich einen sehr, sehr krassen Heiler. Sonst hat man hier ein Problemchen und wird sterben, früher oder später. Aber wie gesagt, ihr müsst halt alles soaken, weil wir wollen ja nicht, dass der Boss geheilt wird. Sonst wird der Boss nie sterben, wenn wir gar nichts soaken. Also müsst ihr einfach einen guten Heiler dabei haben. Und dann dunkler Impuls kommt. Jetzt hier, das zaubert der sehr, sehr lange. Und dann, bumm, das macht massiven AOE-Schaden. Kanalisiert ja auch, ihr seht, holy shit, die Gruppe droppt ordentlich runter. Dafür, dass wir hier Death-Cities am Laufen haben, wie zum Beispiel vom Plutus-Ritter, eine antimagische Barriere. Also das ist schon sehr gefährlich, das macht er immer bei 100 Energie. Ja, ihr seht jetzt, dass er bei 23 Energie, 24 oben unter seiner Gesundheitsbalkenbar, seht ihr die Energie. Und mehr. Ansonsten zähe Dunkelheit macht er auch immer noch, das ist ein nerviger Rückstoßeffekt. Da gibt es ein bisschen Gruppenschaden, aber danach kommen halt immer diese leeren Kugeln. Also es ist immer das Gleiche, ist halt ein Bot, der ist gescriptet, der kann nichts, immer das Gleiche, nichts Besonderes. Also dementsprechend macht es einfach immer wieder das Gleiche. So, zähe Dunkelheit wieder, jetzt Achtung, es wird ein bisschen Schaden verursachen und ihr werdet zurückgestoßen und anschließend kommen diese leeren Kugeln. Und ihr seht, wir haben jetzt schon viele, viele leeren Kugeln gesoakt oder soaken müssen. Und dann wird auch schon mal der Raum schnell vor. Jetzt kommt ja die Blutwoge. Das macht massiven Tankschaden. Da muss der Tank irgendwas ziehen, dass er daran nicht stirbt. An dieser Blutwoge. Und jetzt einfach mal hier reingeblinzelt in diese leeren Bodenflächen, damit da diese Kugeln, die halt durch diese leeren Bodenflächen auch schweben können, müssen auch gesoakt werden. Bisschen schwieriger zu sehen, weil Leere auf Leere trifft. Aber das ist okay. Jetzt wieder dunkler Impuls bei 100 Energie. Das macht jetzt massiven AOE-Schaden. Dementsprechend, da wollt ihr immer jetzt eure massiven Death-CDs ziehen. Und der Heiler muss gut heilen. Und bis dahin, logischerweise im Idealfall, alle Absorptionsschilde von diesen ganzen Spielern in der Gruppe entfernt haben. Sonst werden die Leute daran sterben, wenn da der Heiler nicht gut genug geheilt hat. So, Zähe Dunkelheit kommt wieder. Da werdet ihr zurückgestoßen. Und kurz danach, beziehungsweise dann spawnen halt diese Kugeln. Hat man jetzt nicht mehr groß gesehen, weil der Boss schon jetzt auch schon wieder gestorben ist. Gut, das war der dritte Boss. Also wie gesagt, der kann sehr, sehr schwierig werden, wenn man schlechte DPS dabei hat, wenn er zu lange lebt. Oder wenn man einen schlechten Heiler dabei hat. Und ja, aber ich glaube, Tanks werden bei diesem Boss nicht das Problem darstellen. Eher immer werden die Schadensverursacher schuld sein oder dementsprechend der Heiler.
Gut, weiter geht's. Das instabile Versuchsobjekt nochmal. Den kennen wir schon. Dunkles Sperrfeuer, ganz viele leeren Bodenflächen. Ausweichen ist angesagt. Sonst sterbt ihr daran. Das wollt ihr nicht. Danach, kurz danach, macht er wildes Stampfen. Gibt's auch ähnlich wie beim dritten Boss diesen massiven AOE-Schaden für gesamte Gruppe. Da müssen Death-Seals gezogen werden und da muss geheilt werden, damit eure Mitspieler nicht daran sterben. Und ja, ansonsten ist es hier relativ spannend. Jetzt haben wir hier den nächsten Miniboss. Und zwar die Schattenweber-Ältesten, nee, den Schattenweber-Ältesten. Und der ist brandgefährlich. Der macht auch schon die letzten Boss-Mechaniken. Und generell der letzte Boss in Stadt der Fäden ist mit Abstand der schwierigste. Aber auch diese Minibosse vor dem letzten Boss sind sehr, sehr schwer. Ihr müsst zum einen immer hier vom Schattenweber-Ältesten den Netzblitz unterbrechen, das ist wichtig. Und Umbralgespinst, da müsst ihr euch kuscheln. Und dann müsst ihr diese Umbralgespinste mit AOE-Schaden so schnell es geht rausholen. Also da braucht ihr wieder richtig krasse DPS-Spieler, die richtig schön AOE da reinballern, dass ihr befreit werdet. Das ist vor allem dann auch wichtig, noch wichtiger beim Boss als hier beim Miniboss. Und ansonsten ist nicht so viel los. Der macht immer wieder Netzblitz, unterbrechen, unterbrechen, unterbrechen. Und irgendwann macht er Umbralgespinst da, wirklich zusammenlaufen, kuscheln, dass die schnellstmöglichst alle weg-AOE't werden. So, dann haben wir den bulligen Kriegspanzer. Der ist auch gefährlich und ist im Prinzip auch, sind im Prinzip auch Boss-Mechanik vom letzten Boss und ist auch so ein Miniboss. So, Bebenschlag da rauslaufen aus der kreisförmigen Fläche. Aber ihr seht, auch so macht das massiven Gruppenschaden, auch wenn man draußen steht, das ist ganz normal. Und kurz danach beschwört er diese komischen verwesten Skarabäus aus Silithus. Und die müssen dementsprechend auch auf jeden Fall getötet werden, damit die nicht weiter rumnerven. Und das sind im Prinzip seine zwei Mechaniken. Also jetzt kommt wieder der Bebenschlag, macht massiven AOE-Schaden, dann mal Death-Seals ziehen. Kurz danach kommen diese vier Bodenflächen, denen natürlich ausweichen. Und aus diesen vier Bodenflächen kommen diese vier Ads raus, die man einfach töten sollte. Muss der Tank schnell antanken und dann einfach weg-AOEen, so schnell es geht. Und das wiederholt sich immer wieder, bis er irgendwann tot ist. Und deswegen ist es hier schon auch wichtig, dass die gesamte Gruppe mitspielt und immer schön Death-Seals zieht. Gefräßiger Schwarm gibt es auch noch. Das ist halt sehr, sehr tödlich, wenn dann der Bebenschlag einschlägt. Aber zum Glück ist der Bebenschlag nicht nochmal durchgegangen, sonst wäre es unser Tod gewesen. Also das ist sehr gefährlich. Gefräßiger Schwarm, wenn das gerade auf allen Leuten tickt, plus der Bebenschlag, da muss der Heiler wirklich gut heilen. Beziehungsweise da müssen dann auch defensive Fähigkeiten gedrückt werden. Sonst werdet ihr früher oder später sterben, weil das auch teilweise unheilbar ist. So, dieser Boss ist hart. Schreiben wir auch schon in den Chat. Dementsprechend sollen wir hier aufpassen. So, wechselhafte Anomalien. Das sind diese leeren Kugeln, die immer wieder ihre Position wechseln. Dann haben wir die Spießung. Dann braucht man sehr viel Death-Seals und gute Heilung. Jetzt um Prahlgespinst. Da haben wir gelernt, kuscheln, kuscheln, kuscheln. Und jetzt wirklich massiven AOE-Schaden machen. Schnell, 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 schnell. Die müssen sterben, 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 weil kurz danach jetzt werden diese Kugeln bewegt. Und wenn ihr bis dahin noch nicht rausgeholt habt, eure Mitspieler, werden die einfach sterben an diesen Kugeln. So, dann wieder Spießung. Heißt doch so, oder? Das macht auch massiven Gruppenschaden, hinterlässt einen Dot auf die gesamte Gruppe. Und jetzt kommt Bebenschlag plus jetzt hier Massenbeere reingedrückt. Das haut auch alles brutal rein, aber wirklich gut geheilt. Gut Death-CDs von allen gezogen, sodass es alles abgefangen worden ist rechtzeitig. Dann wieder die Kugeln werden bewegt. Immer schön gemeinsam als Gruppe vor dem Boss oder hinter dem Boss so mäßig laufen, dass die Kugeln immer keine Gefahr darstellen. Dann jetzt hier das Ausschlussprinzip auf den Tank. Dann müsst ihr alle schnell weggehen vor dem Tank, weil Blizzard nicht will, dass man immer schön stackt. Deswegen haben wir eine Tankmechanik auch reingemacht, dass man quasi als Tank mal kurz alleine stehen muss. Aber dann können wir wieder schnell stacken, kuscheln. Und dann wieder die Spießlung. Und wie gesagt, das macht massiven Schaden. Und die ist jetzt aktiv, die Spießelung plus jetzt Umbralgespinst, das macht auch massiven Schaden, deswegen hier eiskalt reingezogen. Das mit dem Kuscheln hat auch nicht so gut geklappt, jetzt haben wir ein bisschen hier DPS-Problemchen. Jetzt werden schon die Kugeln gemoved, ich bin noch drinne, konnte trotzdem irgendwie blinzeln. Also das war schon kurz vorm Tod und an der Krise. Und ja, ansonsten ist ja nicht viel los. Die leeren Kugeln werden wieder bewegt, Bebenschlag kommt. Oh, ich bin gefährlich low HP, deswegen muss ich große Unsichtbarkeit ziehen. Da kommt auch Spiritling vom Schaman, gut reagiert. Weil das ist Krise, es kommen diese komischen Skarabäus auch noch, die nerven auch noch rum. Also hier ist sehr viel los, die ganze Zeit diese leeren Kugeln da ausweichen, da wurden schon Leute getroffen. Und das ist wirklich hier am Leben, am Limit, ein sehr, sehr harter Boss. Viele Mechaniken, Ausschlussprinzip, raus da. Tank muss alleine stehen und auch Death-Seals ziehen. Ihr seht es, auch der Bluttodesritter bekommt ordentlich Damage, der muss aufpassen. Dann wechselhafte Anomalien wieder, die Kugeln werden wieder bewegt oder beschworen. Ausweichen, nicht drinnen stehen, dann noch nebenbei den Affix dispellen. Und dann diese Spießung, oder wie auch immer das heißt, Spießelung, Spießlung, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Das macht halt auch massiven Schaden. Und jetzt hat hier unseren Elementarschamane, hat's erwischt, hat's kurz zerlegt, aber er hat einfach
ein Ankh oder wurde gerest und dann ist gut. Nochmal die Kugeln werden bewegt. Also ihr seht, hier ist sehr viel los. Die ganze Zeit bam, 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 bam. Das ist wie ein mythischer Endboss. Und vor allem in High M Plus Keys wird dieser Boss brutal. Und der wird bestimmt auch noch genervt, weil er einfach viel zu schwer ist, ja. Also so kennt man es doch von Blizzard. Am Anfang immer alles Hardcore machen und dann nach und nach nerven, damit die Leute dann irgendwann doch wieder ein Erfolgserlebnis haben. Gut, das war mein Stadt der Fäden M Plus Guide. An der Stelle hier erster in der Overall DPS gewesen, sogar vorm S-Tier Schamanen, Elementarschamanen. Das ist schön, aber gut, er war jetzt auch am Ende tot. War wahrscheinlich dieser Unterschied. Einfach nicht sterben, dann schafft man es auch vor S-Tier DPS-Klassen im Damage wieder zu sein. Und bin mir aber schön hier gespielt von allen, gut gespielt. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, lasst gerne noch ein Like da, würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.